Idee, einen kleinen Teil seiner Lebensmittel komplett kostenlos zu beziehen, klingt erstmal nicht schlecht, oder? Vielleicht hast du schon mal was von der Internetseite mundraub.org gehört. Falls nicht, könnte dich das sehr, sehr interessieren, denn mundraub.org ist eine Plattform, fungiert ähnlich wie so eine Art Google Maps Kartensystem, wo du ganz konkret Pflückstandorte in deiner Gegend, in deiner Region ausfindig machen kannst und die du komplett legal und auch kostenlos pflücken kannst. Du findest zum Beispiel Obstbäume, Walnussbäume, Kräuter, frisches Gemüse, Beerensträucher, die sich in deiner Nähe befinden. So schön sich das alles auch anhören mag, so wichtig ist es auch, ein paar wichtige Regeln zu beachten, damit diese Plattform auch weiterhin für uns alle bestehen kann. Wenn du Lust hast, eigene Pflückstandorte auf dieser Plattform zu hinterlegen, kannst du sehr, sehr gerne tun, sollst du auch. Wichtig ist, dass du dabei keine Eigentumsrechte verletzt. Wenn du dir bei einem Standort nicht ganz sicher bist oder Zweifel hast, kontaktiere einfach sicherheitshalber die örtlichen Behörden wie Grünflächenämter oder Naturschutzvereine. Die können dir mit einem kurzen Telefonat bestätigen, dass die Pflückstation auf öffentlichem Grund und Boden steht, du bist abgesichert und mundraum.org kriegt auch keine Probleme damit. Hast du einen Beerenstrauch oder Obstbaum gefunden? Glückwunsch, viel, viel Spaß beim Pflücken. Geh aber bitte umsichtig und mit Respekt mit der dortigen Natur, mit dem Strauch, mit dem Baum um, damit auch in Zukunft die Leute was davon haben und die Natur einfach keinen Schaden nimmt. Die Plattform mundraub.org lebt vom Teilen. Teil also die Früchte, die du geerntet hast, teile die Seite mit deinen Freunden, mit Bekannten und füge, wenn du Lust hast, auch regelmäßig neue Fundorte dazu, damit die Plattform einfach immer weiter bestehen bleibt und wir alle von der Natur, von den Vorzügen der Natur profitieren können. Ihr kennt mich, ich bin super neugierig und muss es auch mal selbst ausprobieren. Hab mir jetzt hier auf dem Browser mundraub.org geöffnet. Laut Karte soll sich der nächste Fundort, übrigens ein Beerenstrauch, 20 Meter in die Richtung befinden und ich sehe auch schon was. Kommt mal mit. Ihr glaubt nicht, was ich gerade gefunden habe. Ich glaube, der größte Brombeerstrauch der Welt. Guckt's euch an. Ich glaube, wir kriegen Besuch. Ich liebe Beeren über alles, aber dass ich so einen mega Strauch hier finden werde, hätte ich im Leben nicht erwartet. Und auch wenn nicht alle Brombeeren reif sind, einige schwarze habe ich schon gesehen und die kralle ich mir jetzt. In dem Busch hängen richtig fette Hoshis. Mega lecker. Damit die Seite mundraub.org kein Fall für den Anwalt wird, beachtet bitte alle Regeln, die ihr auf der Internetseite selber nochmal nachlesen könnt. Teilt die Seite mit euren Freunden und Bekannten. Ich wünsche euch allen jetzt viel Spaß beim Suchen und noch mehr beim Pflücken und Genießen. Bis dann, ciao.